Leute, heute gibt es mal was Besonderes. Ich weiß, ihr habt das schon in dem einen oder anderen Video gesehen, aber es stand immer wieder unter den Kommentaren oder mir wurde auch bei Instagram geschrieben, dass ihr gerne dieses Schätzchen mal, ja, auch öfters im Video sehen wollt, beziehungsweise dass sie mal ein bisschen anders vorgestellt wird oder dass sich mal ein Video ein bisschen mehr um dieses Schätzchen dreht. Wie man im Titel unschwer erkennen konnte, geht es heute um die, ja, umgebaute Fatboy. Alex ist der stolze Besitzer. Ja, der Sound ist natürlich brachial, aber da werden wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Also wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir gerne ein Abo da. Das würde mich freuen. So, jetzt sind wir erstmal auf der Suche nach einem stillen Örtchen, um ja, das Schätzchen mal vorzustellen. Aber ich glaube, ich habe da einen ganz geilen Spot. Das ist gleich schon hier um die Ecke, da ist so ein Tunnel. Aber ich glaube, der ist ganz geil. Mal gucken halt, ne? Hey! Junge, 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 Junge. Hast du aber noch richtig sauber gemacht, ne? Ein bisschen, ne? Die ist immer noch ein bisschen sauber. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Oh, jetzt aber. So, jetzt geht es nämlich hier runter und da ist der Platz. Mal gucken, wie viele Trecker wir jetzt auf den Sack gehen, aber eigentlich glaube ich, ist hier relativ wenig los. Der Tunnel, ich glaube, wenn man auf Instagram meine Seite kennt, der ist ja relativ bekannt. Leute, man kennt das ja, man fährt ja eigentlich nicht die Halle eines anderen. Aber ich habe jetzt mal die Genehmigung ausnahmsweise. Das ist schon ein krasses Teil. Alter Schwede. Boah! Alter Verwalter, das Ding geht ab. Trau mich gar nicht so richtig hier. Kostet nämlich ein bisschen mehr als meine. Ich weiß gar nicht, was der Umbau jetzt gekostet hat. Aber ich glaube, das war auch nicht so günstig. Aber ich wollte euch auf jeden Fall mal so ein bisschen an der ganzen Sache hier teilhaben lassen.
Alter Schwede, ey. Ja, das ist krank. Ich darf sowas gar nicht fahren, ey. Oh, Mann. So, jetzt wieder schnell zurückbringen. Nichts kaputt machen. Krasses Teil, ehrlich. Aber das ist echt ein ganz anderes Fahren, ne? Ey, verrückt. Ich habe noch nie meine Harley mit wem anders fahren sehen. So hört sich die also an. Ja gut. Macht schon ein bisschen Geräusch, ne? Ey, Leute. Könnt ihr euch nicht vorstellen, das macht so Bock, ne? Wahnsinn. Was für ein geiles Teil. Unglaublich. Unglaublich. Richtig schickes Teil. Also wie gesagt, Fatboy von 2009. Das macht schon Spaß, das Ding. Wahnsinn. Was soll ich euch sagen? Ist halt ein geiles Teil, ne? Wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so, kontaktiert mich einfach. Ich werde ihn dann anhauen und ja, also bezüglich Auspuff, Kosten und so weiter, da sind wir relativ offen, denke ich, eher auch. Fahren hatte das heute relativ wenig zu tun, aber ich dachte, ich gebe euch mal hier so einen kleinen geilen Einblick von sowas. Ich hoffe, die Drohnenaufnahmen machen weiterhin Spaß und ja, wir fahren jetzt nach Hause. Ich werde mir jetzt noch mit ihm gemeinsam genüsslich einen umhängen. Wetter passt auf jeden Fall mal wieder in Germany. Und ja, wie geht's hier weiter? Wir werden nächste Woche wieder eine richtige Action machen, und zwar sind wir so um die 40 Bikes, um die 40 Harleys. Da fahren wir oder treffen uns mit den Rheinland-Shoppers, mit der Truppe aus Hamburg. Viele Grüße auch gehen raus an die How Dirty Crew, an die Petrol Nerds aus Hannover. Da treffen wir uns am Köderberg und ja, werden da mal eine richtige Action veranstalten. Haut rein, meine Freunde. Ciao.